alle zusammen. Wir machen, ich glaube, er heißt schwedischer Schokoladenkuchen. Und zwar, der ist ruckizucki zubereitet. Und deswegen heizt jetzt auch schon der Ofen vor. Und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Hier in dem Topf habe ich einmal für eine 18er Springform 100 Milliliter Wasser, 60 Gramm Backkakao. Und eigentlich ist das Ganze sozusagen nur mit Wasser und Backkakao, denn dass die Klümpchen rausgehen, so steht es halt im Rezept, deswegen machen wir das diesmal so. Butter habe ich jetzt einfach nur dazu gegeben, weil ich die nicht auf Zimmertemperatur hatte. Und ich habe gedacht, wenn wir das jetzt eher erhitzen, dann kann man auch gleich die Butter mit reingeben. Und genau, das machen wir jetzt. Lassen wir jetzt erstmal zu so einer Kakaomasse werden. Dann haben wir hier drin Mehl. Und zwar habe ich drin 70 Gramm Mehl. Dann habe ich hier noch in der Schüssel den Rest. Und zwar da drin haben wir 100 Gramm weißen Zucker, 60 Gramm braunen Zucker, 1 Teelöffel Vanillezucker und 3 Eier. Und das steht dann aber auch in der Infobox. Solltet ihr eine 26er Form nehmen, könnt ihr alles verdoppeln, bis auf die Eier. Da reichen dann 5 Eier aus. Weil bei mir, ich habe das ganze Mehl jetzt ja halbiert, wären es eigentlich 2,5 Eier. Aber diesmal wüsste ich jetzt nicht, was ich mit dem halben Ei machen soll. Deswegen in dem Falle nehme ich 3. Und ja, dann können wir das gleich schon zusammenrühren. Wir müssen natürlich dann nur aufpassen, dass die Masse dann nicht zu heiß ist, denn wir wollen ja nicht, dass unser Eiweiß dann stockt. Also das darf natürlich jetzt nicht zu heiß zu den Eiern. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, also ich würde das auf jeden Fall mit der Butter auch so machen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wenn man die 100 Milliliter Wasser genommen hätte und 60 Gramm Backkakao, ob das nicht dann anbrennt. Also ich würde auf jeden Fall das jetzt so machen, dass ich die Butter mit reingebe, egal ob sie jetzt schon auf Zimmertemperatur ist oder nicht. Und genau, das wollte ich nur kurz erwähnen. So, Dille, ich muss mir hier gerade mal Platz machen. Jetzt verrühren wir erstmal die Sachen in der Schüssel und los geht's. So, jetzt kommen wir mit der Schokoladenmasse. Dann geht es weiter und wenn wir das verrührt haben, gebe ich gleich danach das Mehl noch dazu. Und was ich noch sagen wollte, das sage ich nämlich auch nicht so oft, weil ich immer irgendwie davon ausgehe, dass man es ja weiß. Aber natürlich, wenn man nicht oft backt, weiß man das natürlich nicht. Ich habe da ja immer Backpapier unten drin und hier den Rand habe ich jetzt mit Backtrennspray eingesprüht. Oder man kann das Ganze natürlich auch mit Butter auskleiden und dann richtig gut bemehlen. Genau. Haben wir das und jetzt geben wir, wie gesagt, den Teig hier hinein und dann geht es auch schon ab in den Ofen. So, das ist jetzt unser Schokokuchen. Man sieht auf der Gabel, ich habe ihn so 3-4 Minuten zu früh rausgeholt, obwohl ich eine Stäbchenprobe gemacht habe. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, weil bei Schokokuchen ist mir das ehrlich gesagt manchmal sogar auch lieber, wenn es so ist. Von daher finde ich das jetzt persönlich nicht schlimm. Und bei mir war das Ganze zwischen 35 und 40 Minuten im Ofen. Wahrscheinlich jetzt hätte ich es so 42 Minuten im Ofen gehabt, wäre es wahrscheinlich perfekt gewesen. Dann habe ich noch Puderzucker drüber gegeben, wie man sehen kann. Kleckschen Sahne kann man machen, muss man aber nicht. Und jetzt probieren wir aber erstmal. Mmh.
Jetzt nehme ich mal bewusst von hier hinten, da wo es ja auf jeden Fall durch ist, nehmen wir hier mal ein Stück. So. Der schmeckt super, weil wir haben ja nur wenig Mehl dran und dadurch ist der total weich. Richtig, also das zergeht fast auf der Zunge. Super. Also wie gesagt, so ist er wirklich perfekt. Hier ist er halt wirklich noch ein bisschen weich, aber das wären 3-4 Minuten gewesen. Obwohl ich, wie gesagt, die Stäbchenprobe gemacht habe, hat es mich getäuscht. Aber ist ja nicht schlimm, ist jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Kern. Also von daher, lasst es ruhig, so wie gesagt, 42 Minuten so im Ofen. Aber dann ein Träumchen, ein Schokoträumchen. Von daher kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!